Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play, die Sims Mittelalter oder auch Annes ganz besondere Zeitreise. So, wir haben jetzt unsere Gräfin erstellt, wir haben das hier mit dem Thronsaal geklärt. Jetzt gehen wir sofort in unsere allererste Quest über. Und da haben wir hier diesen schönen Bearbeitungsbildschirm, da können wir uns nochmal unsere Errungenschaften angucken. Hier oben können wir sehen gerade, was wir hier für ein komisches Attribut da haben. Dieses, was ich den Namen schon wieder vergessen habe. Was haben wir hier noch? Karte des Territoriums, des Territoriums meinte ich natürlich. Präteritum, haha, grammatische Begriffe. Quests. Das ist ja, das ganze Spiel besteht ja nun mal aus Quests und das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wählen natürlich die erste Schritte-Quest, wir haben ja auch noch ein paar andere, aber das kostet auch viel Questpunkte, jede Quest. Deswegen muss man versuchen, eine Quest so gut wie möglich abzuschließen, denn diese Questpunkte haben wir ja nur begrenzt, ja maximal 50 Stück und mit diesen 50 müssen wir haushalten. Erste Schritte. Nach dem Bau des großen Thronsaals hatte sich der Staub endlich gelegt. Die Samen eines glorreichen neuen Königreichs waren gesät, aus denen bald eine Zivilisation erwachsen würde, die sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnte. Das Einzige, was Lamaliot jetzt noch brauchte, war ein Oberhaupt, jemand, der weise und mächtig war und das Volk unter dem Dach des Königreichs vereinen konnte. Und dann haben wir den Questansatz, wenn du baust. Natürlich, je nach Questart gibt es verschiedene Questansätze, verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss oder etwas in dergleichen. Und jetzt haben wir hier noch die Gruppenanforderung. Nur ein Monarch kann das machen. Es war nicht einfach, ein komplett neues Königreich zu errichten. Wer auch immer sich dieser unsagbaren Herausforderung stellte, würde sichere Ressourcen benötigen, Personal einstellen, die wachsende Bevölkerung lenken und kriminelle Elemente bekämpfen müssen. Oh, wir müssen kriminelle Elemente bekämpfen. Hier kann man auch, ich labere heute wieder in einem Fort, ne? Unsere Beutetabelle. Da gibt es einmal Platin, Gold, Silber und Bronze. Und wir sollten, wenn es geht, unsere Quest immer in Gold mindestens abschließen, weil da gibt es nämlich mehr Erfahrungspunkte und mehr Geld. Hey, nicht weggehen, warum ist der Bildschirm weg? Hallo. Warum? Ich wollte das nochmal gucken. Danke. Und da hat man auch die Kriterien. Ich glaube, hier haben wir noch nicht sonderlich viele Kriterien. Wir haben auch nur eine Person, die das Ganze erledigen kann. Und das hier ist unsere liebe Anne. Und jetzt können wir uns das allererste Mal das ganze Schloss in Farbe angucken und das allererste Mal reinzoomen. Und ich mache mal Pause, weil das Schloss braucht bei mir immer eine Weile zum Laden. Zwischenzeit mache ich was anderes. Ich gucke hier mal im Internet zwischendrin, lalala. Nein, das war nur ein Scherz, ich, warum dauert denn das bei mir so lange? Ah, oh, was für ein schöner Thronsaal. Oh, wie schön, so, und dann ranzoomen und ein bisschen drehen und weiter kann ich nicht. Mein Thronsaal ist endlich vollständig. Die Konstrukteure waren fleißig und die Früchte ihrer Arbeit sind deutlich sichtbar. Jetzt muss ich mich auf das Treffen mit Meisterkonstrukteur Roderick vorbereiten. Ein kurzer Blick in den Spiegel auf der oberen Etage sollte genügen. Also schon mal ein Hinweis, was mein Zimmer eigentlich möchte. Es ist sehr schön, dass die Sims jetzt hier auch mal selber richtig interagieren und etwas von sich geben. Wenn ich zu meinen Untertanen reden will, muss ich makellos aussehen. Das bedeutet, wir müssen jetzt in die obere Etage und uns am Spiegel ein wenig aufbrezeln. Als ob man das nötig hätte. Wie war das noch? Hier, I remember. Backel, Ruckel. Da ist der Spiegel. Oh, was für ein schönes Schlafzimmer. Ich glaube, es ist... So. Das ruckelt ein kleines Mami. Was für eine schöne Tapete. Ui, das gefällt mir. Das ist für ein verbackter Spiegel. Ey, wir gehen erstmal aufbrezeln und danach können wir gleich mal unser Aussehen überprüfen, wenn wir uns aufgebrezelt haben, ja. Ja, Anne. Mit den roten Haaren. Nicht ganz. Geht die eigentlich immer dahin? Ich kann da nicht reingucken. Ui. Oh, sie ist schüchtern. Oh, die ist ja schüchtern. Ich meine. Oh, ich denke darüber nach, dass ich schüchtern bin. Jetzt denke ich an Geld. Jetzt denke ich an mein Geschenk. Ah. Jetzt denke ich an meine Krone. Die ich auf den Kopf trage. Jetzt gucke ich mich an allen Seiten im Spiegel an. Mach ganz komische Bewegungen. Völlig normal. Was ist das hier unten? Achtung, so dekoriert. Sims mögen hübsch eingerichtete Häuser. Und hier sieht es ja gar nicht mal so übel aus. Ach, plus 10 in Konzentration. Gemütliches Feuer. Oh, was haben wir hier noch? Und jetzt fühlt sie sich auch noch attraktiv. Anne, du kleine eingebildete Dame. Das ist ja unglaublich. Was haben wir denn hier? Ach, das wollte ich noch lesen. Ja.
Gerade hat mein Computer ganz merkwürdige Geräusche von sich gegeben. Das ist anscheinend normal. Ja. Ausgezeichnet, jetzt bin ich ein bisschen konzentrierter. Wenn ich konzentriert bleibe, kann ich Situationen, die ich gerade besser meistern. Und wo ich gerade davon rede, ich muss Meisterkonstrukteur Roderick von der Baugilde suchen. Eine starke Säule der Gemeinde, um ein Gespräch über die Zukunft von La Malia zu führen. Wo haben wir den Kerl denn? Hier haben wir den Kerl. Kann man direkt anklicken und über Schloss unterhalten machen. Das ist ja praktisch. Meisterkonstrukteur, mein Meisterkonstrukteur wird etwas Gutes einfallen, wie ich mein Königreich erweitern kann. Oh, die Tapete, meine Augen. Was, wo ist denn der? Ach, hier. Da. Oh, sieht auch aus wie so ein Meisterkonstrukteur, habe ich mir genauso vorgestellt. Oh, da ist aber jemand kriegsgräbig beim Kuchen. Ich denke an schlechte Gedanken. Ich denke immer noch an böse Gedanken. Im Thronsaal ist alles fertig, meine Dame. Für das nächste Gebäude im Königreich brauchen wir mehr Ressourcen, Holz, Stein und anderes Material. Hin und wieder mache ich mir für die Verbesserung meines Königreichs auch gerne mal die Hände schmutzig. Ich muss mich in den Wald begeben, um das benötigte Holz zu sammeln. Oh, habe ich keine Angestellten, die das tun können? Nein, anscheinend habe ich das nicht. Ich muss mal gerade an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen, weil mein Computer gerade ein bisschen spinnt, aber wir sehen uns gleich hier. Und da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ich habe einfach mal alle Programme im Hintergrund geschlossen. Vielleicht. So, Anne, wo müssen wir jetzt hin? Im Wald. In den Wald. Okay, drücken wir nochmal auf Stopp, weil wir denken gerade an. Ich glaube an Eroberungen oder sowas in der Wald. Selbstverständlich ist der Wald der beste Ort zum Holzsammeln. Okay, zum Wald. Das war weiter weg vom Schloss, vermute ich mal ganz. Das sind Viertliche. Meine Maus darf nur einen Millimeter bewegt werden. Da sind Vögel im Himmel. Wir können jetzt hier direkt zum Schauplatz gehen. Wenn ich den Wald anklicke, kann ich auch Spaziergang machen, Wald patrouillieren, jagen, Straße patrouillieren nach. Hä? Egal. Wir gehen erstmal zum Schauplatz. Kann ich, wenn ich das hier anklicke, auch hier hingehen machen. Aha, das ist also eine Lichtung im Wald. Da ist unser bewaldeter Außenbezirk. Wir gucken jetzt mal Anne zu, wie sie da... Ne, Anne, mach mal ein bisschen flott. Ja, hallo, ich möchte an Anne ranzoomen. Das wäre voll schön von dir, Computer. Wenn du mir nicht diesen Uhrensymbol zeigen wirst, dieses, du darfst nicht. Oh, ich bin engagiert. Ich denke daran, engagiert zu sein. Anne, guck schon. Was, haben wir hier nicht irgendwie Pferde oder Kutschen oder Autos oder sowas in der Art? Hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh. Na 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 na. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Wie ging das nochmal weiter? Egal. Hi ho. Hi ho, wir sind vergnügt und froh. La 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 la. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Oh, das ging mal schnell. Der Wald. Hier erwarten mich viele Abenteuer. Oh, das hat sich so leidenschaftlich nur. Hier nochmal. Ah, der Wald. Hier erwarten mich viele Abenteuer. Die Wildblumen sind hier besonders schön. Ich werde einige pflücken. Man weiß schließlich nie, wann man so eine Wildblume brauchen kann. Wildblumen-Erkundungstour, voll spektakuläre Action. Blumen und Pflanzen machen sich in vielen unterschiedlichen Situationen bewährt. Genau, als Klopapier. Entdecken wir mal Blümchen. Hier. Hm. Es glitzert, es glitzert, es glitzert. Oh, sie hat gerade an was Blutrünstiges gedacht. Anne! Immer sammeln. Erfolgsaussichten Mittel. Oder das klingt ja schon mal richtig klasse, Mann. Ist auch super anstrengend, so Blumen zu pflanzen. Nee, voll schwierig, vor allem, weil das ein riesiger Busch mit Blumen direkt vor der eigenen Nase ist. Und da... Busch ist weg, ist er. Anne hat den Versuch verfuscht und nur Folgendes gesammelt. Boah, wir haben verfuscht. Im Königreich kann man alle möglichen Pflanzen pflücken. Ich glaube, Zauberer, Ärzte und Spione benutzen Pflanzen daraus, Medikamente und Zaubertränke zu... Verdammt, das kommt so viel nochmal. Pause drücken. Ah, da kommt ein Opfer zu Besuch in meinen Wald. Gib mir lieber dein Geld, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ein Bandit wagt es, die Königin zu bedrohen. Mein treues Schwert wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Ja, vor allen Dingen Anne, ne? Und Schwertkampf, na, das will ich sehen. Was soll ich machen? Ich kümmere mich um den Banditen und mache dieses Königreich zu einem sicheren Ort. Haha. Okay, okay. Gemein? Aus den Spotten. Einen kurzsichtigen Schurken nennen. Ha, das ist ja... Aha, zum Duell herausfordern. Das ist das, was ich will. Chillebar. Chillebar. Tot. Imsegrell.
Los geht's. Los geht's. Hey. Ah, Anne in Ritterklamotten. Oh, Angel. Ja, meine lieben Damen und Herren, wir sind hier mitten in einem actiongeladenen Fight. Es kämpft die Banditin Nicola gegen die Gräfin Anne. Es ist ein unglaubliches Battle. Wir haben schon lange nicht mehr gesehen, wie diese muskulöse Banditin versucht, die Königin auszuschlitzen, die aber anscheinend viel mehr Ausdauer besitzt. Das ist einfach unglaublich, wie viel Ausdauer sich die schüchterne kleine Anne angelegt hat. Leider wird sie immer wieder verletzt. Das ist nicht schön. Anne kann sich vielleicht auch mal wehren. Nein, unsere Gräfin ist viel zu freundlich und das letzte Mal ist so dumm. Oh, jetzt hat sie einen unglaublichen Schlag geleistet. Warum schlitzt sie den Gelbchen nicht auf? Warum nicht? Warum hat sie auf dem Boden liegen lassen? Jetzt gibt es richtig Konter. Anne zeigt, was sie kann. Anne wehrt ab. Oh, Anne hat sich am Bauch wehgetan. Nein, jetzt haut Anne drauf. Und Anne, was ist los? Anne, ihre... Oh, jetzt hat sie die ganze Gegnerin wieder zu Boden geschleudert. Ich habe nicht genau gesehen, wie das passiert ist. Aber Anne holt nochmal zum finalen Schlag aus und hat sich voll am Knie wehgetan. Und jetzt schleudert sie ihre Beine zurück. Nicola ist so gut wie am Boden. Nur noch ein paar wenige Treffer und Gräfin Anne hat sich schon wieder am Knie wehgetan. Gräfin Anne wird bald Knieprobleme bekommen und Bauchschmerzen. Und jetzt hat ihre Gegnerin aufgegeben. Oh, das ist schön. Die sind weggehumpelt. Schön. Ah, Triumph. Banditen konnten zu einem echten Problem in La Maliot werden. Doch ein Ritter oder Spione... Nochmal von vorne. Ich habe Blödsinn geredet, denn ich bin ein Mädchen. Triumph. Banditen konnten zu einem echten... Das ist Grammatik. Ich hätte jetzt gesagt könnten, aber... Nochmal von vorn, ich habe schon wieder Rubbish geredet. Triumph, Banditen konnten zu einem echten Problem im La Maliot werden. Iggy, hör auf, an meinem Sofa zu kratzen. Ich versuche diesen Satz gerade zum 177.000. Mal durchzulesen. Du kannst meine Konzentration jetzt nicht endlich... Du hast das Sofa kaputt gemacht. Guck mal, da ist ein Loch jetzt drin. Katzen, ich kann es nur jedem empfehlen. Triumph, schon wieder. Banditen konnten zu einem echten Problem in La Maliot werden, doch ein Ritter oder Spion wusste Abhilfe zu schaffen. Jetzt kann ich in Frieden Holz sammeln. Hä? Der Satz, das macht überhaupt keinen Sinn, was sie gerade gesagt hat. Jetzt sollen wir auch noch Holz sammeln. Oh, verstecken. Ich sich übermüdet. Übermäßige körperliche Betätigung hat Anna erschöpft wegen Kampf. Ja, was macht sie das auch selber und holt sich nicht eine tapferen Recken? Den kann sie dann niederstrecken. Was ist überhaupt das hier für eine? Kann ich nochmal fertig machen? An den Pranger stellen. Komm, das ist jetzt zur Strafe. Blöde Schnepfe. Humpel. Gothrin. Elonin. Du Kuh. Du bist in deinem Galgen. Tata. Weg, Humpel. So Holz sammeln. Das wird auch nochmal spannend und aufregend und total an der Nervenkitzel. Wir werden so sehen, wie Anne Holz sammelt. Das ist einfach unglaublich. Links, 2, 3, 4. Hi ho, hi ho. Wir sind vergibt und froh. La 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 la. Hi ho. Anne ist jetzt weg. Warum? Oh. Im Wald erwarteten einen immer Abenteuer. Das Holz war gesammelt und das Königreich würde schon bald davon reich werden. Dass Anne 3 Äste vom Boden aufgehoben hatte, würde dem Königreich unglaublich viel mehr. Kann sie doch gar nicht gesammelt haben, das ist ein kleines Mädchen. Verdammte Axt. Oh, da ist sie ja wieder. Hi ho, hi ho, wir sind verliebt und froh. La 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 la. Hi ho, hi di ho, di ho, di ho, di ho. Ja, ist mal schneller jetzt. Ich habe gerade keine Lust, auf den Vorspulknopf zu drücken, deswegen gucken wir jetzt mal zu. Ja, und? Dieses Holz eignet sich perfekt für das nächste Bauvorhaben im Königreich. Doch dazu werden auch Steine nötig sein. Ich werde welche in der Höhle beim Friedhof fördern. Oh ja, ich gehe gerne in Höhlen in der Nähe von Friedhöfen. Die machen mir gar keine Angst. Der Friedhof befindet sich direkt vor der Höhle. Ich werde zuerst dort vorbeischauen, bevor ich nach Steinen grabe. Der da beim Laufen zugucken. Na los, Lena. Ja, mir fiel jetzt nichts anderes als die Benny Hill Musik ein, aber wenn ich Leute schnell laufen sehe, muss ich daran denken, könnte ich auch mal wieder gucken. Ein paar mehr Leute wären lustiger gewesen. Ah,
Meine Dame, kann ich dich kurz sprechen? Es geht um meine Arbeit. Darf ich Ihren Kopf auf meine... Ja, mit wem sollen wir reden? Was sollen wir machen? Der Sims auf dem Friedhof möchte die Gräber ausheben. Möchte mit mir reden. Es klingt ernst. Ja, okay, gut. Über Gräber ausheben unterhalten. Das ist ein Thema, das hat mich immer schon super interessiert. Dina. Relapsis. Venice. Es ist der Boogeyman. Nun ja, meine Dame. Ich hatte mich nur gefragt, ob es vielleicht in Betracht, ob du es vielleicht in Betracht, duzt mich, beziehst, in diesem Königreich eine Kirche zu bauen. Es erscheint mir unfeierlich, Sims ohne die gebräuchlichen Riten eines jakobanischen oder petrischen Priesters zu beerdigen. Danke, meine Dame. Warum? Die schmeißt du in die nächstbeste Grube. Ich meine, das ist das Mittelalter, Junge. Hat man sich nicht um die Leichen geschert? Sind das Leichen? Konstrukteurin Wick ist tot? Konstruktor Clem. Warum? WTF? Also, dann ist jetzt das Wort WTF, aber mal... Hallo, ich möchte gerne den Blickwinkel ändern. Dankeschön. So. Oh, was ist mit seinem Arm passiert? Das sieht aber nicht gesund aus. Leben die noch? Ja, es scheint, geht's ihnen aber nicht so gut. Moment. Ein interessanter Vorschlag. Bei der Wahl, was ich als nächstes bauen möchte, gibt es viel zu beachten. In diesem Sinne, wir brauchen Steine. Ich mag Steine. Okay, dann gehst du mal Steine sammeln, Kind. Lass mich raten, wir können wieder nur draußen warten, bis sie... Ja, genau, wir dürfen nicht in die Höhle gucken. Könnte ja auch was Unanständiges passieren oder Geister oder irgendwas Spannendes. Oh, oh, oh mein Gott, das ist was Spannendes passiert! Während des Gangs durch das endlose Tunnelnetz sammelte Anne Steine. Schließlich stieg sie einen steilen, dunklen Abgrund hinab. Am Boden angekommen, stieß Anna auf einen unterirdischen See und stolperte über eine Truhe, die in einer Pfütze stand. Was sollte Anna tun? Öffne sie! Riskiere es, die Truhe zu öffnen, die da zufällig in der Pfütze tief in der Höhle steht. Ist ja auch voll unauffällig. Öffne sie nicht! Geheimnisvolle Truhen an dunklen, gefährlichen Orten enthielten meist nichts Gutes. Wahrscheinlich war es das Beste, diesen Ort einfach in einem Stück zu verlassen. Nö, ich möchte gerne getötet werden. Öffne sie! Anne öffnet den Deckel und erblickt im Inneren ein Häufchen feuchter Münzen. Das ist das Abstandswiderlichste, was ich je gelesen habe. Es zahlt sich aus, wenn man sich auf Abenteuer einlässt. Ah, feuchte Münzen. Okay, ich habe das jetzt nicht gesagt, ignoriert mich. Das dürfen genügend Steine sein, für die Konstrukteure sein, Todbaum. Ich sollte noch beim Dorfladen vorbeischauen, da ich wohl auch Material benötige. Ja, wie zum Beispiel... was zu essen, weil du kriegst langsam Hunger. Okay, zum Markt wollen wir gehen, zum Schauplatz gehen. Was brauchen wir denn? Im Dorfladen hat es immer interessante Dinge im Angebot. Ja, das ist toll. Och nö, komm, nicht schon wieder so eine Lauffolge. Dann gucken wir mal bei von hinten zu. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied und das... Okay, das war ein kurzer Strecke. Im Dorfladen gibt es viele verschiedene Dinge zu kaufen. Zutaten zum Kochen, Rüstungen, Waffen und viele andere nützliche Sachen. Außerdem ändert sich das Angebot ständig. Als Königin kann ich die Simoleons verwenden, das jeden Tag aus den Steuern in meine Kasse fließt. Hä? Das Simoleon? Es heißt das? Hä, welche? Hä? Egal. Ich kann aber auch Waren sammeln und verkaufen. Ich glaube, die Grammatik in diesem Spiel ist ein klein wenig... Naja. Gut, dass ich weiß, wie man in den Dorfladen kommt. Als ich das Spiel angespielt habe und die erste Quest erledigt habe, Leute, habe ich hier 5 Stunden gesucht, wo der scheiß Dorfladen ist. Was ist denn für ein Kind, was mich da verfolgt? Ja, dann verfolgen wir sie mal. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. La 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 la, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh. Wenn ich das Lied noch einmal singen muss, dann kotze ich ins Klo. Nicht aufregen. Hammer aus Grobium. Oh ja, Grobium, das ist total, das ist, gibt's ganz viel, das habe ich auch. Also immer, wenn mich jemand grob behandelt, dann droppt Grobium. Ihr Flügel. Oh komm, ihr toten Vogel. Ein Frosch, komm, kauf mal einen Frosch. Edles Paradiesholz. Komm, kaufen wir Edelparadiesholz. Dann gucken wir mal lieber so.
Apfel. Apfel ist immer gut. Und Gerste. Und ein oller Fisch, der am Inventar vergammelt. Und eine Rübe. Rüben brauchen wir ganz viele. Wir brauchen ganz viele Rüben. Noch mehr Rüben. Rüben. Bis alle leer sind. Eine Kartoffel. Und ein und Salz. Na, Salz ist wichtig. Sonst schmeckt es auch nicht. Was haben wir noch? Edles Paradiesholz. Samen. Phosphor. Tintenfass. Eine Geige. Werkesloher Energietrank. Heilsalben. Ich glaube, das könnten wir gebrauchen. Ja, das finden wir auch. Schwaches Heiltum. Ekel. Hast du Blut? Hast du Blut? Ich bin ein Egel. Hast du Blut? Karte von Effenmond. Eine nautische Land... Ach, leck mich doch. Hartneck. Oh, Hartneck. Witzig. Unglaublich komisch. Eine Walharpune. Meine Lieblingsfestbierrezepte. Just ein Buch, das braucht man. Buntmetall. Karte von Gastrobach. Wasser aus dem Brunnen. Geil, ich kaufe Wasser aus dem Brunnen. Wenn ich sonst irgendwas Cooles... Nee. Ausrüstung. Ungehärtetes Langschwert. Naturbelassener Stab. Profischläger. Oh, geil. Rustikaler Schläger. Stabiles Langschwert. Gibt es nicht noch geilere Schwerter? Nee, ich will aber ein Langschwert haben. Ich bin halt Langschwert gekauft. Holen wir sonst noch irgendwas? Edles Paradiesholz? Ich nehme das mal mit, weil wir sollten irgendwelche Ausrüstung kaufen. Aber ich sehe jetzt hier irgendwie keine Ausrüstung. Kaufen wir das mal. Ja, das war's. Mehr nicht. Danke. Tschüss. Ja, noch einen schönen guten Tag. Oh. Eine schlanke Dame macht auf... Ach so, kam nicht macht auf alle zu. Das ist irgendwie auch eklig gewesen. Nochmal von vorne. Ach nee, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge.